Ja, und da sind schon die Probleme, weil ich bin jetzt in einem meiner Spiele. Ja, mal gucken. Na, ging ja schnell. Oh. Ja, ist ja gut. Ihr wisst, warum ich es auf einfach spiele jetzt, oder? Bin ich nur einmal auf so eine Netherfestung gestoßen, wo dann auch so Blazers rumgelaufen sind. Ansonsten habe ich bis jetzt auch noch nie welche gefunden, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier dann vielleicht irgendwann mal Blazers finden werden. Sag mal, das ist doch noch ein ganz früher Bereich hier. Ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Das. Ah, warte mal, das war doch hier. Da war ich doch vorhin. Da war ich doch vorhin. Da war ich doch vorhin. Da war ich nicht. Dann gehen wir doch da mal lang. Ja. Da muss man einfach dann mal gucken, ja. Weil so eine Netherfestung möchte ich gerne auch mit euch dann mal zusammenfinden. Das muss man dann mal suchen. Es wird ja so angedeutet, dass ich doch bitte mal in den Nether. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich habe das Eisen gesehen, ich habe die Kohle gesehen. Erstens ist die Spitzhacke fast down. Zweitens, ach, hier sind wir. Das ist die Ecke hier, wo ich mich vorhin nicht getraut habe, entlang zu laufen. Ah, ja. Und jetzt sind die Fackeln aus. Wer hätte das gedacht? Dass die Und unsere Rüstung ist vollkommen im Eimer. Das finde ich nicht gut, wenn unsere Rüstung vollkommen im Eimer ist. So, ein Viertel, das müssten genau 64 Stück geben. Mist. So. Die Rüstung im Eimer ist wirklich keine gute Voraussetzung. Zumindest für meinen Spielstil, ja. Da werden wir jetzt gleich, wenn wir an der Truhe sind. Gut, wir können Eisen nicht mit der Hand abbauen. Wir haben sonst keine andere Axt, Beil dabei. Wir haben aber Dings. Gut, wir machen es anders. Wir stellen jetzt hier schnell die Werkbank auf. Stöcke haben wir. Machen uns zwei neue Eisenspitzhacken. Jink. Dann machen wir uns einen Helm. Wir machen uns Schuhe. Wir machen uns eine Hose. Na toll, genau dahin gemacht, wo wir es nicht brauchen. Und wir machen uns einen Anziehdingensbummens. So. Danach nehmen wir die Kiste und zerstören die wieder mit der Axt. Ich dachte, die Axt wäre das. Das war nicht die Axt. Dann gehen wir ins Inventar und ziehen das alles an. Und dann können die Creeper wieder kommen und können uns schön putt machen. Und wir werden es überleben. Wir können uns putt machen und wir werden es überleben. Haha. Ihr wisst, was ich meine. Also wir überleben dann auch wieder Explosionen von Creepern und so weiter. Also da könnte man noch nach unten. Das lasse ich jetzt. Das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Auch das Argument mit der Spitzhacke ist jetzt natürlich hinfällig, wo ich mir neue Spitzhacken gemacht habe. Und trotzdem möchte ich einfach die Sache jetzt hier unter Tage erstmal beenden. Weil es wirklich anstrengend ist. Anstrengender als bauen. Zumindest für mich. Ich denke, wir haben jetzt mal wieder ein bisschen Abwechslung reingebracht, haben ein bisschen Action auch reingebracht.
Hier unten nach links. Nein, nein, stopp. Hier rein. Warte mal, hier unten nach links. Da waren wir vorhin entlang gegangen. Und kam. Nein, da sind wir noch nicht. Na komm. Erstmal ausleuchten. Gut, ich habe mir gerade den Rückweg selber weggeschlagen. Der aber auch nicht nötig sein wird. Smaragde, sehr schön. Ich muss sagen, ich bin es nicht gewohnt, so viele Smaragde zu finden. Und ganz ehrlich, wären mir Diamanten auch lieber. Aber man muss nehmen, was man kriegen kann. Ich glaube, ich bin von der Gesamttiefe noch nicht tief genug für Diamanten. Deswegen, ja, nimm, was du kriegst. Wie es so schön bei Jack Sparrow heißt. Dieses, jenes. Ja, ich weiß nicht, ob noch jemand von Fremde Gezeiten sehr enttäuscht war vom vierten Teil dann. Prinzipiell schöne Geschichte, alles toll, alles gut. Aber ganz ehrlich, allein als ich dann schon gehört habe, dass sie für dass sie für Jack Sparrow eine andere Synchronstimme genommen haben, weil die andere zu tuntig klang. Genau das sollte sie doch auch. Genau deswegen hat sie doch eigentlich zu diesem Charakter so gut gepasst. Weil sie so tuntig geklungen hat, ja. Also, weiß ich jetzt auch nicht, ja. Er spielt es äußerst tuntig, ja. Auch wenn er natürlich da die Frauen verführt und macht und tut, aber. Und dann gehört halt auch so eine Stimme dazu. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, war sehr, sehr tragisch, finde ich eigentlich, ja. Das hat zumindest die ersten Minuten vom Film mir ziemlich vermiest, ja. So an sich ist es natürlich eine schöne Geschichte, die Liebesgeschichte dann auch mit dem Priester oder Gläubigen da, mit dieser Meerjungfrau, ja. Kann man machen, muss man nicht. Vor allen Dingen, wie sehen die Kinder aus, ja? Oder wird er dann zu Triton und sie haben dann ein Kind, was Ariel heißt oder so? Weiß ich jetzt nicht. Möchte ich jetzt auch mir nicht unbedingt vorstellen müssen. Aber ja, ansonsten war ich halt, wie gesagt, enttäuscht. Vor allen Dingen die Sache mit der Stimme, das hat mich, hätte ich es vielleicht nicht gewusst, wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen, weil ich dann halt auch drauf geachtet hatte, weil ich das vorher irgendwo mal gehört hatte, dass die Synchronstimme da anders besetzt wurde, habe ich mich halt doch darüber erbost. So. Ja. So ungefähr. Jetzt aber zurück zur Kiste. Die hoffentlich nicht von einem Creeper bewacht wird. So, und hier machen wir jetzt erstmal zu. Ich hätte jetzt gesagt, wir schlafen erstmal, aber das hat ja in dem Spiel wenig Sinn. So, hier drin ist noch Eisen. Ist jetzt die Frage, wir haben 19 Eisen auf der Tasche und 59, also bringt uns nichts, wenn wir das jetzt noch einschmelzen. Die 44 Stöcke sind eine tolle Sache, aber gut. Die fliegen jetzt mal als erstes raus. Was haben wir hier so alles? Das verrottete Fleisch haben wir gesagt, lass mal da. Die Knochen würde ich gerne mitnehmen. Die Kohle natürlich. Noch mehr Kohle. Die Flints nehmen wir mal mit. Die Karte lassen wir auf jeden Fall im Inventar. Den Kies können wir rausmachen. Wieder nur Kohle dabei. So viel ist es gar nicht, ne? Was wir hier mit dabei haben.
die 52 Kohle lassen wir die hier sozusagen als Stationierung fürs nächste Mal, wenn wir dann hier Party machen. Das Eisenschwert ist kurz vor kaputt. Das lassen wir doch mal da und nehmen noch diese Kohle mit. Hat sich zumindest kohletechnisch gelohnt. Wir haben auch wieder mehr als einen vollen Stack Eisen bekommen. Wir haben hier das Golderz, Lapis Lazuli, wir haben die Smaragde, die können wir in dem NPC-Dorf eintauschen. Das ist auch ganz schön. So. Zum Ausgang ging es. Wo ging es denn da entlang? War das hier hinten? Ich hätte spüren können, dass das ganz einfach zu erreichen war. Wo ging es hier doch nach oben? War weiter oben, wo es nach oben ging. War das hier? Ja. Meine Orientierungsfähigkeit ist nicht immer die beste. Gebe ich offen zu. Habe ich, glaube ich, auch nie anders da behauptet. Anders da. War das hier vielleicht irgendwo? Das war irgendwo rechts in der Wand, war das so eingelassen. Da oben. Da ist es. Da sehe ich doch schon den grünen Holzklotz. Grünen Erdklotz. Ja, Zivilisation, sie hat also. Zivilisation ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest hat uns irgendwas wieder. Redstone. Habe ich abgebaut? Konnte ich nicht mitnehmen? Habe ich nicht gemerkt? Bin ich Depp? Und dann nicht der Johnny. Depp. Schweinefleisch. Die Schere. Die Axt. Eisenaxt. Ja. Wir nehmen mal diese Axt hier rein. Interessant, dass man das einfach so tauschen kann. Ich hätte gerne das Fleisch mitgenommen. Die 64 Steine lassen wir hier und nehmen dafür mit Schere. Ja, die Wassereimer. Eigentlich reicht uns ein Wassereimer, wenn überhaupt unterwegs. Und die 8 Redstone kann man auch hier lassen. Das lohnt sich nicht. Die Kohle machen wir nochmal voll. Mich nicht anschreien in den Subtexten. Man sieht immer sehr schwer, wenn man direkt davor sieht, manche Dinge. Ich habe mich auch bei anderen Let's Plays schon geärgert, dass man nicht gesehen hat, dass da noch was weiß ich für ein Müll eigentlich im Inventar war, der auch ein paar Minuten später dann rausflog. Aber dass der halt in dem Augenblick nicht gesehen wurde. Liegt einfach daran, dass man halt, wenn man sich hier mehr oder minder konzentriert. So, hier hatte ich glaube ich schon mal reingeguckt, dass das hier nichts war. Oder? Ja. Dann möchte ich aber hier eine Fackel wissen. Damit ich einfach sehe. Das ist ja schon cool. Das hat ja schon wirklich so was Turmartiges, ja. Das könnte man richtig schön ausbauen. Hier, da hätte man auch eine Zugbrücke rüber machen können. Ich muss ja sagen,
Also wenn wir noch mal so eine zweite Burg basteln, so mit Wassergraben außenrum und so richtigen Trotzburg, dann machen wir von da eine Straße dann hier rüber und dann haben wir hier auch unseren Eingang dann zu einer tiefen Dingens und so weiter. So, was nehmen wir jetzt raus? Wir nehmen raus die Karte. Das kann meinetwegen die Fische, zwei Fische, na gut. Wenn wir auf eine Katze treffen, aber ich gehe nicht davon aus. Das Schwert ist fast zu schade, das jetzt an den Schweinen da. Schade. So, wir müssten praktisch in diese Richtung grob. Es ärgert mich, dass man auf dieser Karte nicht unsere Behausung sieht. Zumindest noch nicht. So, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich über Berg und Tal klettern. Ey, vielleicht sollten wir mal gucken, wo wir hinlaufen. Ja. Ah, da sind wir doch schon. Da sind zwei Riesenplops. Gut, Plops sind, glaube ich, nicht mehr so selten, wie ich das mal für mich gesehen habe. Ja. Das hört sich doch auch irgendwie nach Enderman an. So, ich wollte ja eigentlich mit dem Blobs reden. Hallo, Blobs. Eigentlich ist ja am geschicktesten mit dem Blobs zu kämpfen, wo Kaktusse sind. Oder auch Kakteen. Vielleicht haben wir aber auch Glück und die ersaufen sich einfach. Das wäre jetzt natürlich mal eine interessante Sache. Ja, tun sie. Kommen die da nicht hoch? Okay, also wenn ihr mal eine Blobfarm machen wollt, ja. Okay. Ach so, ich kann ja. Vielleicht sollte ich jetzt nicht unter Wasser gucken, ne? Bin mir noch nicht so sicher, was ich wegschmeißen soll. Wir gehen mal lieber wieder über Wasser. So, Ulla die Waldfee. Na komm, was soll's. Jetzt hier außen rum rein. Und wie viele Blobs haben wir jetzt eingesammelt? Okay, haben wir denn unser Bett immer noch dabei? Ja. Das ist natürlich auch eine gute Sache. Ah, da hinten ploppt's schon wieder. Der wird aber auch noch da sein, wenn wir jetzt hier rauskommen. Okay, Blobby. Weil wir jetzt sowieso schon die Hälfte deiner Familie getötet haben, kommst du mit. Das ist auch so eine Sache. Ich habe ja zwei kleine Kinder, wie vielleicht schon manchmal gesehen wurde. Die machen ja keinen Schaden. Der mittlere hat eben Schaden gemacht. Bin ich mir sicher. Die stören einfach nur. So, ja, wir haben ja zwei kleine Kinder und da ist dann immer ganz wichtig, was wir uns angewöhnt haben, wenn wir, meine Frau spielt ja auch gerne Computerspiele, wenn wir dann sowas spielen, dass wir halt dann sagen, wir haben besiegt oder so, oder wir haben gewonnen und nicht wir haben getötet oder so. Ja, das ist immer ganz lustig. Weil wir dann auch manchmal angeguckt werden, wenn wir uns dann verbessern, obwohl die Kinder nicht in der Nähe sind. Und dann die Leute sagen, was denn? Stimmt doch, hast doch umgebracht. Nein. Also in den Spielen bringt man erstens ja niemanden um. Und zweitens, muss man ja ganz klipp und klar sagen, sind diese Spiele
so, dass man die Gegner besiegt, ja, also ich meine, für mich kommt dieser Blob sowieso wieder, ja, das ist jetzt kein lebendiges Wesen und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann man den auch besiegen. Blöd ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil es ja auch immer wieder mal eine Diskussion darum gibt, Computerspieler und Amokläufer und ich meine, wer macht denn die Leute zu Amokläufern oder zu Leuten, die nur noch vorm Computer hängen? Computer, finde ich, ist eine tolle Sache. Wenn es aber nur noch Computer ist, dann wird's gefährlich oder ja, wie gesagt, wodurch werden die Leute zum Amokläufer, ja? Da muss man sich erstmal Gedanken machen, was da außen rumläuft. Und es ist natürlich immer einfach dann zu sagen, ja, es liegt an den Computerspielen, ja. Aber dass es vielleicht die Gesellschaft an sich ist, die Leute außenrum sind, die diese Leute dazu gebracht haben. Komm, fall in das Loch. Ja, ja, du auch. Komm, komm, hier runtergehüpft. Genital. Ja, und da sind wir wieder beim Verallgemeinern und bei den Vorurteilen und überhaupt, dass Computerspieler ja die Amokläufer schlechthin sind und dass das ja alles fürchterlich ist und das nervt mich halt immer so. So Vorurteile allgemein nerven mich. Ich bin auch in einem Beruf, der von Vorurteilen geplagt wird. Vor allem, wenn man als Mann in einem Frauenberuf ist, dann ist man ja gleich vom anderen Ufer. Ja. Was bestimmt auch stimmt, ich meine, Frauenberufe und Leute vom anderen Ufer gehören auch irgendwie zusammen, sage ich jetzt mal. Aber das muss nicht nur sein, ja. Genauso gibt es ja auch Frauen, die in Männerberufen stehen und da halt ihren Mann stehen, ihre Frau stehen oder wie auch immer. Und ja, finde ich einfach blöd, diese Vorurteile. Das nervt mich immer so ein bisschen. So, genug rumgelästert. Gut, hier kommen wir jetzt an eine Gegend, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber was ich will, ist Brot. Und wir nehmen einfach mal den Kompass anstatt den Fackeln. Und dann sehen wir auch live, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir müssen nicht immer auf die Karte schauen. Hier sehen wir einen äußerst seltenen Baum. Oh, verdammt, schon weg. Ja, die Blob-Jagd hat mich jetzt praktisch. Sieht ja auch cool aus. Hier so ein bisschen vorn hinten an der See. Ja, cool. Okay, also da unten hätten wir noch ganz viele Höhlen zu erforschen. Meine Fresse. Ich frage mich, warum ich jetzt gerade da unten ist auch ein Zombie, da ist ein. Warum ich jetzt gerade so ein bisschen Ladeprobleme habe. Ich hätte es gewusst, dass ich hier von außen in meine Höhle hätte reingucken können, hätte ich sie gar nicht erkunden müssen. Da muss man auch mal immer mal gucken, hier gibt es dann auch so Eingänge zu diversen Höhlensystemen. Ah, da wollen wir jetzt nicht hin. Da drüben sind Schweine im Weltraum, da sind Kühe. Hätten wir jetzt Hunde dabei, würde ein Klaps genügen und wir könnten schon Fleisch und Leder ernten. Also müssen wir uns die Gegend zumindest mal merken. Die ist ja auch ultra weit weg von zu Hause, so dass wir uns das merken müssen. Ah, guckt mal, da vorne ist schon unser Kasten. Ist jetzt die Frage, von welcher Seite wir uns nähern wollen. Kommen wir von der Seite am besten. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind wir wieder zu Hause. Dann habe ich jetzt auch wieder eine ganze Zeit aufgenommen. Das hier war, glaube ich, die Höhle, in die ich eigentlich ja dann letztens rein wollte. Die ich aber noch nicht wiedergefunden habe. Also das wäre noch eine Sache, die richtig cool wäre, wenn man, da brennt einer von den Bösewichten. Wenn man auf der Karte dann noch sich irgendwie Punkte markieren könnte, das wäre natürlich richtig cool. Das würde mir gefallen. Weil ich halt auch gerne so jemand bin, der dann halt wieder zurückkommt und den Rest holt, den Rest mitmacht.
und alles erkundet. Also so jetzt hier, zumindest vom Angucken her, ja, da haben wir so ein Feld davor, das ist okay. Dann geht da hinten dann halt die Dings hoch. Das kann man schon so lassen. Was ich mir jetzt noch überlegt habe, ist, wir werden hier vorne, werden wir dann seitlich, also hier vorne machen wir es nochmal eins breiter jeweils. Und dann werden wir seitlich die Stufen praktisch lassen. Und hier in der Mitte werden wir dann mit Kies erstmal den Weg noch weiterführen. Dass das so ein bisschen ein eingefasster Weg ist. Oder. Da müssen wir mal gucken. Das Gatter sieht auch in Ordnung aus. Die Hunde sind auch noch da. Unser einer Katze. Ich hätte beinahe gesagt Kater, aber das wissen wir nicht. Ja, und dann haben wir es geschafft. So. Was haben wir hier? Erde, Steine, Stahlgitter. Da ist auch Kohle. Slimebälle. Genau, 64 Stück. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Kohle will ich eigentlich nach drinnen packen zu den Öfen. Wobei wir die sowieso irgendwann wieder hier rauspacken müssen. Deswegen. Kohle hatte ich hier mit drin, dann nehme ich die hier mal raus und mache die hier mal rein. Kohle. So viel Kohle bräuchte man manchmal, ja. Das ist mal eins zu viel. Nochmal Kohle. Ja, komm. Wenn ich Kohle brauche, kann ich sie mir hier holen. Dann sollte ich hier draußen vielleicht eigentlich auch mal ein paar Dings hinstellen. Wie heißen sie? Schmelzöfen. Fleisch. Noch mehr Fleisch. Lapislazuli, Smaragde. Knochen. Ich glaube, eben habe ich unsere Katze miauen gehört. Völlig komisches Geräusch hier. Scheren. So, ich weiß mittlerweile, dass die Schafe, wenn sie Gras fressen, dass sie dann halt auch wieder mehr, also dass sie dann wieder Wolle bekommen. Ich habe mich mal informiert und muss dann jetzt mal schauen, was es da unten alles so gibt. Melonen auf jeden Fall, ja, Schafe, sonstiges, unser Zeugs hier ist gut angegangen. Man sollte jetzt eigentlich, wenn man hier ganz normal drüber läuft, nichts mehr kaputt trampeln. Stimmt. Ich glaube nur noch, wenn man hüpft. So, Karotten. Nee, Kartoffeln waren, glaube ich, für die Schweine. Und... Weizen wäre dann für die anderen gewesen. Was ist denn aus? Naja, wir haben jetzt 4 Schweine. Nicht Kartoffeln, doch Karotten. Ja, ich mache hier Let's Plays und habe keine Ahnung, was ich tue. Wie man vielleicht bemerkt. Ja, das scheint schon eher zu funktionieren. Nein, kommt hier rein. Hey, ihr da, kommt mal her. Geht mal da von dem Tor weg, vor allen Dingen. Nicht rausgehen. So. Du wolltest also lieber rauskommen. Oh, Mann. Gut, das tolle Eisen, Diamantschwert. Und Slaven. Oh, ich hoffe, ihr habt jetzt das Knacken nicht gehört. Das war mein Genick. Ich bin einer von den ekligen Leuten, die meinem Genick knacken. Aber es ist total entspannend, kann ich euch sagen. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das letzte Knacken von mir gehört habt und danach sage ich nichts mehr, dann könnte es mir vielleicht nicht mehr so gut gehen. Aber ansonsten ist das total toll, dieses Genickknacken. Gut, mache ich jetzt mal auch eine Eierfarm. Endlich mal.
Weil ich es einfach könnte. Können wollen würde. Problem ist folgendermaßen. Die Kürbisse wachsen bis hier rüber. Das ist blöd. Das Diamantschwert wieder benutzt. Na toll. Wenn ich jetzt hier vorne ein Eierdingens hinmachen würde, mit einem Abfluss nach hier, wäre das gut oder wäre das nicht gut? Und wenn ja, wo müsste der Abfluss entlang führen? Nein. Ja, ich rede ja schon die ganze Zeit davon, dass ich gerne so eine Eierfabrik basteln würde. So, und jetzt möchte ich mal wissen, wenn ich... Ich hoffe, ich habe einen Eimer Wasser hier. Wenn ich habe einen oben. Ich habe einen oben. Was ich noch machen wollte, war eigentlich scharfe Scheren. Was mich auch ein bisschen nervt hier. So. Also, mich nervt nicht das scharfe Scheren, sondern dass man das Tor hier auf und zu und dann laufen die Tiere raus und nervt. Einfach nur Nerv. So, 7 Wolle, wenn wir mal wieder ein Bett machen wollen, haben wir da keine Probleme mit.